Liebe Druckdienstleister und Freunde des professionellen Digitaldrucks, mein Name ist Wolfgang Holler und ich möchte euch heute Neuigkeiten im Textildruck präsentieren. Ihr kennt die Problematik, wenn man einen T-Shirt-Drucker hat oder auch noch nicht hat und man möchte auf verschiedene Textilien drucken. Es gibt Shirts aus Baumwolle, Viskose, Polyester, Leinen, Mischfasern, Polos mit einer gröberen Struktur und Shirts mit einer feinen Struktur. Im Prinzip wollen Sie und müssen Sie auf all diese Medien drucken und dazu stehen verschiedene Drucktechnologien zur Verfügung. Flexdruck ist der am meisten angewendete Druck bzw. oft wird geschnitten. Das heißt, man schneidet spiegelverkehrt Schriften, Logos, Symbole aus, appliziert sie auf das Shirt, verpresst sie bei einer gewissen Temperatur und fertig ist das Shirt. Bei einfärbigen Logos ist das vielleicht noch tragbar und einfach. Allerdings, wenn es zwei-, drei- oder mehrfärbig sein soll, wird es schon aufwendiger und komplexer. In diesem Fall bieten sich dann direkt T-Shirt-Drucker an. Diese setzen aber voraus, dass die Stofffaser oder Textilfaser eine Naturfaser ist. Dort hält diese Tinte am besten. Es ist eine wasserbasierende Textiltinte und die funktioniert am besten auf Naturfaser. Nur, was machen, wenn es eine gemischte Faser ist? Eine Mischfaser aus Baumwolle und Polyester mit überwiegendem Anteil Baumwolle oder mit überwiegendem Anteil Polyester. In diesem Fall sind Sie da vielleicht übergegangen in den Siebdrucktransfer. Auch hier brauchen Sie wieder eine gewisse Mindeststückzahl, um rentabel arbeiten zu können. Hier wiederum pro Farbe gibt es Zusatzkosten. Je komplexer die Grafik, je mehr grafische Elemente und je feinere Elemente drinnen sind, umso schwieriger wird es mit dem Sieb zu produzieren. Hier bietet sich ein neues Verfahren an, dieses nennt sich Direct-to-Film, DTF. Wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Was brauchen Sie dazu, um Direct-to-Film zu produzieren? Sie brauchen eine Folie. In unserem Fall ist es eine A4 große Folie. Zusätzlich einen Schmelzkleber in Form eines Granulats und vielleicht eine Tasse zum Auffangen des überschüssigen Schmelzklebers, der abfällt und wiederverwendet werden kann. Wir holen uns eine Datei. Dadurch, dass wir auf ein A4 Blatt drucken, nehmen wir diesen Job, importieren ihn auf ein A4 Blatt, kopieren ihn so gut es möglich ist, positionieren ihn in der Mitte. Die Platte, die wir im Druck am Drucker haben, ist eine Mediumplatte. So, und jetzt positionieren wir das Blatt auf dieser Platte. Wir drucken in unserem Fall jetzt auf einem Epson SureColor F2100. Dieses Gerät ist optimal geeignet, auch für die Filmproduktion. Die Folie selbst hat zwei Seiten, eine ist glänzend, die andere Seite ist matt. Wir drucken auf die matte Seite. Wir positionieren die Folie an der vorderen Kante und damit sie nicht verrutscht, sicherheitshalber, fixieren wir die Ecken.
Nun können wir den Druckjob zum Drucker schicken. Sobald der Job beim Drucker ist, leuchtet die blaue LED auf und wir können den Job freigeben. Im ersten Schritt wird jetzt der färbige Layer aufgedruckt, natürlich gespiegelt. Und im zweiten Durchgang kommt jetzt der weiße Layer darüber. Die Tinte ist jetzt noch feucht und kann mit dem Schmelzklebergranulat bestreut werden. Und überschüssiges Granulat wird einfach abgeklopft. Wir schmelzen den Schmelzkleber jetzt für circa eine Minute kurz im Backofen an. Alternativ dazu könnte man auch einen Heißluftföhn oder auch die Presse selbst hernehmen. So, nach circa einer Minute ist die Folie fertig. So, wir arbeiten hier mit einer Membranplatte. Das heißt, wir können auch über Knöpfe und Zipverschlüsse arbeiten, ohne dass jetzt etwas passiert. Bei 160 Grad wird jetzt circa 15 Sekunden gepresst. Fertig. Hier ist das Shirt. Es ist fertig. Fest gepresst. Schwieriger zu bedrucken, aber in diesem Fall kein Thema. Und es ist auch ausgezeichnet dehnbar und gut waschbar bis 60 Grad. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden.